Herzlich willkommen zu einer interessanten Diskussion, die wir gleich haben werden. Ich will Ihnen vorab sagen, wir sind alle getestet, alle negativ getestet, sodass wir auch so eng beieinander sitzen können. Gerade eben ist die sogenannte Plenary Session oder Hauptsitzung zu Ende gegangen, hier beim ASCO 2022 in Chicago. Und es gab einen großen, sehr beachteten Vortrag für die Brustkrebstherapie. Und da ging es um das HER2-neu-positive metastasierte Mammakarzinom oder den Brustkrebs. Zu meiner Linken Herr Professor Christian Jakitsch aus Offenbach und zu meiner Rechten Professor Volkmar Müller aus Hamburg. Christian, wie schaut es denn bisher aus mit dem HER2-neu-metastasierten Mammakarzinom? Also wir haben bis heute 14:17 oder 18 kann man sagen, eine relativ klare Situation gehabt für die Behandlung des HER2-neu-positiven Mammakarzinoms. Man muss dazu wissen, dass 15-20% aller Brustkrebspatientinnen ein solches Karzinom aufweisen, das mit einer zielgerichteten Behandlung, den sogenannten Antikörpern, Trastuzumab und Pertuzumab behandelt wurden und oder einem Anti-Drug-Conjugate, einer speziellen Form einer solchen Antikörpertherapie, dem TDM1. Der wichtige Punkt dafür war, dass die Pathologinnen und Pathologen an den Tumorproben des Primärtumors oder auch der Metastasen diese HER2-neu-Bestimmung gemacht haben nach einem festen Algorithmus, und damit wurde das HER2-neu-positive Mammakarzinom definiert und diese durften dann nach festgelegten Standards mit diesen Antikörpern behandelt werden. Und nun in der Destiny Breast 04 Studie wurde ein sehr mutiges Design gemacht, das wird aber der Professor Müller gleich noch genauer erläutern. Und dort hat man sich mit den Brustkrebserkrankungen auseinandergesetzt, die ein sogenanntes HER2-low-Mammakarzinom haben. Was bedeutet das? Ich glaube, die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wissen dank der guten Vorbereitung, die immer wieder durch euch passiert, dass die Testung besteht, entweder ist eine immunhistochemische Anfärbung, ein Karzinom hat entweder diesen Score oder den Zahlenwert 0, 1, 2, 2 plus oder 3. Und nur die Karzinome, die den Zahlenwert 3 oder 2 plus und einen zusätzlichen Test haben, einen sogenannten FISH-Test, einen Fluoreszenz-In-Situ-Hybridisierungstest, die sind für diese Therapie geeignet. Warum? Weil an der Zelle dann ausreichend Rezeptoren und Rezeptormenge sitzt, um die Antikörper, wenn man so will, aufzunehmen. Und jetzt hat man sich mit den Karzinomen beschäftigt, die 1 plus und 2 plus sind und letztendlich alle in der Fluoreszenz-In-Situ-Hybridisierung negativ waren. Also genau die, die bisher für die Anti-HER2-Neutherapie nicht in Frage kamen. Und jetzt, denke ich, ist es ein wichtiger Punkt zu erzählen, warum das so wichtig ist in dieser Studie. Man hatte aus früheren ersten Studien mit diesem Wirkstoff eine Kombination aus dem Antikörper gegen HER2, Trastuzumab und einem Chemotherapiemedikament, das Deruxtecan heißt, schon den Eindruck, dass die Substanz auch wirkt, wenn HER2 gar nicht so stark vorhanden ist, also wenn gar nicht so viele Moleküle auf diesen Krebszellen sitzen. Und um so etwas dann natürlich zu belegen und zu gucken, ob das wirklich eine bessere Therapie ist, macht man klinische Studien. Und diese Studie, Destiny Breast 04, hat Frauen eingeschlossen, die eine metastasierte Erkrankung hatten, Brustkrebs, nicht HER2 positiv und die Vortherapien in der metastasierten Situation schon erhalten haben. Entweder immer eine Antihormontherapie, wenn die Frauen Hormonrezeptor positive Karzinome hatten, oder eine Chemotherapie, zumindest eine Chemotherapie, wenn diese Karzinome nicht Hormonrezeptor positiv waren. Man hat dann ausgelost, quasi randomisiert, entweder Trastuzumab Deruxtecan oder eine Chemotherapie, die der Arzt aussuchen konnte. Das muss man so machen, weil natürlich unterschiedliche Vorbehandlungen und Situationen es nicht möglich machen, einen anderen Therapiestandard festzulegen. Und was heute gezeigt wurde, und es klang eben schon an, mit frenetischem Applaus begeistert gefeiert wurde, waren die Ergebnisse dieser Studie. Die Therapie mit diesem neuen Antikörper für diese Gruppe von Patientinnen ist deutlich besser als alle Vergleichstherapien, die Standardchemotherapien. Man hat also einen neuen Ansatz, man muss aber auch sagen, und das werden wir wahrscheinlich gleich noch besprechen, es ist trotzdem
eine Chemotherapie, über die Nebenwirkungen können wir gleich noch sprechen, trotzdem eine Verlängerung sowohl der Rate, wo die Therapie geholfen hat, also die Anteil der Frauen, denen eine Therapie geholfen hat, als auch eine Verlängerung der Zeit, die die Therapie geholfen hat und sogar eine Verlängerung des gesamten Überlebens. Natürlich alles statistisch, wird immer in einem Median angegeben, trotzdem eine Studie, die alle vorgegebenen Endpunkte, wie man so sagt, alles, was man sich ausgesucht hat, vorher definiert, erreicht hat und die insofern sicherlich die Grundlage dafür bildet, in dieser Situation die Therapie zu ändern, zumindest meiner Auffassung. Christian, meinst du, dass jetzt insgesamt die Brustkrebstherapie komplett sich verändern wird dadurch? Also das ist eine vielleicht etwas provokant gestellte Frage, aber bei diesen Ergebnissen ist es tatsächlich so, dass das Bestehende bewahrt bleiben sollte, aber eine Ergänzung, wenn man sich das nochmal anguckt, folgendes, was du gerade gesagt hast, dass sowohl, wenn wir jetzt nur mal bleiben bei Hormonrezeptor positiv und negativ, die Hormonrezeptor negativen schließen ja letztlich die sogenannten triple-negativen Karzinome mit ein. Diese Testung, die unsere Pathologinnen und Pathologen jetzt trainieren müssen, genauso, wir erinnern uns dran, vor 15, 20 Jahren die HER2-Neutestung zu lernen, dass die valide ist. Wenn das funktioniert, dann haben wir eine neue Möglichkeit, diese Substanz eben bei Patienten einzusetzen, die bisher dieses noch nicht erhalten hatten und die dafür gar nicht in Frage kamen. Und die Frage, die natürlich sofort gestellt wird, was machen wir danach? Auch die Frage wird zu beantworten sein, das werden wir, da wir ja beide in der Organkommission Mama der AGO seit vielen Jahren tätig sind, entsprechend einstufen. Die wesentliche Botschaft aus meiner Sicht ist die Erweiterung der Behandlungsmöglichkeiten und nicht das Losstolpern und jetzt sagen, ich will morgen sofort das und das machen. Dazu brauchen wir, das haben wir oft genug gemeinsam erlebt, wenn wir viele Jahre zurückgehen, wir brauchen eine gute Diagnose, macht die Pathologie. Wir brauchen jemanden, der das bezahlt, sind die Kostenträger. Aber ich glaube, dass der Beifall, Volkmar, aus den großen Räumen hier, und es müssen mehr als 25.000 Leute gewesen sein, die sich das hier angehört haben, bis nach Deutschland auch am Pfingstsonntag gedrungen ist und man sich vor diesen Sachen nicht mehr verwehren kann. Also Diagnostik, Therapie, Finanzierung, das müssen wir regeln. Da sind wir, glaube ich, alle sehr zuversichtlich, dass das auf uns zukommen kann und dass es gelingen wird. Gut, direkt davor kommt ja dann auch für die Situation eine Zulassung. Natürlich, aber wir haben das ja gerade bei so vielen Medikamenten vorher gehabt, dass wir eigentlich aus dem behördlichen Kostenübernahmeantrag schreiben, wie zum Beispiel beim Pembrolizumab, das gehört jetzt überhaupt nicht her, gemacht haben und viele Anträge wurden von der Zulassung überrascht, weil die jetzt da ist. Also ich glaube, wir sind in Deutschland schon auf einem guten Weg, diese Evidenz zu transportieren und das muss man auch sagen, ein Dia, was man hier sieht, ist ja nicht gleich die Evidenz, die wir brauchen. Aber wir haben ja hier erstaunlicherweise gesehen, dass die Evidenz am Morgen schon publiziert wurde im angesehenen New England Journal of Medicine. Und damit ist sie lesbar, reproduzierbar. Es ist eine ernste Erkrankung und es gibt für diese Patienten, das muss man natürlich sagen, auch noch Alternativen. Aber die Ergebnisse sind einfach umso viel besser. Um ein Vielfaches besser natürlich. Hm. Volkmar, ändert sich für dich jetzt ad hoc was oder wie du mit Patientinnen die Lage besprechen wirst? Ja, also ich glaube schon, dass nicht nur ich, sondern wir auch in unseren Tumorkonferenzen schon diese Möglichkeit haben. Wie gesagt, sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Es muss einiges an Hausaufgaben gemacht werden bei den Pathologen. Wir müssen sicherlich auch nochmal über die möglichen Nebenwirkungen sprechen gleich, denke ich. Aber ich finde schon, dass sowohl alle Ärzte, das wird relativ schnell gehen, darüber informiert sein sollten. Das machen wir auf anderen Kanälen. Aber ich finde es auch gut, wenn Patientinnen danach fragen. Und es ist natürlich so, nicht jeder Patient muss jetzt sich die Studie durchlesen. Aber ich glaube, es ist wichtig, wenn man einen HER2-negativen Brustkrebs hat und eine metastasierte Erkrankung und eine Chemotherapie benötigt, ist es, glaube ich, schon sinnvoll, mal die Ärzte zu fragen, ob vielleicht dieses Medikament in Frage kommt. Das würde ich auch von den Patienten, denke ich, nicht erwarten, aber ich finde, es wäre gut, wenn auch die Patienten dann, erwünschen wir uns auch, und das ist auch gar nicht schlecht, auch mal fragen, ob sie denn für sowas in Frage kommen. Ja, da bin ich absolut deiner Meinung. Ich glaube, nur ein Punkt, und ich hatte das vorhin schon in der Vorbereitung gesagt, es gibt in Deutschland zwei oder mindestens einen sehr guten Pathologen, der seit über
25 Jahren Referenzlabor für viele große Studien gewesen ist, ist der Professor Bischoff in Kassel. Und er sagt mir eben, dass jetzt die Färbetechnik nochmal überdacht werden muss, das muss gemacht werden. Und ich glaube, dass wenn diese Sachen, die jetzt sehr schnell gehen werden, wir ja auch gelernt haben, dass in den interdisziplinären Brustzentren Pathologie und Kliniker zusammensitzen, das wird ein sehr schneller Punkt werden, diese Sache nach vorne zu bringen. Und ich sage das nochmal, die Kostenträger werden sich dem gar nicht erwehren können. Es ist noch ein einziger Punkt, der wichtig ist. Bei diesem Test wurde ein spezifischer Antikörper benutzt. Und die Ergebnisse und die Diagnostik ist mit diesem Antikörper gelaufen. Und dazu bin ich zu wenig Pathologe, um beurteilen zu können, ob dieser Antikörper jetzt obligat ist oder ob der Pathologe, die Pathologin ihre eigenen Antikörper nehmen kann. Da liegt meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt, den man auch hier nochmal mit unseren Zuhörern und Zuhörern besprechen muss. Das kann durchaus mal das Zünglein an der Waage sein, das haben wir sehr oft erlebt. Also ich glaube, unsere Patienten sollten sich auf eine akkurate Diagnose verlassen können und dann sind wir uns, glaube ich, alle drei hier am Tisch vollkommen einig, dass das dann eine, wie du vorhin so schön gesagt hast, eine Praxis verändert oder wie heißt es hier in England, so in Amerika so schon Practice-Changing-Therapie ist das, keine Frage. Lasst uns doch nochmal über die Nebenwirkungen dieser Therapie sprechen, weil die sind ja auch nicht ganz ohne. Mhm. Volkmar, was sind denn die, sagen wir mal, belastendsten Nebenwirkungen dieser Therapie? Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich klarzumachen, es ist eine Chemotherapie. Die wird zwar viel intelligenter in die Krebszellen und in die Umgebung dieser Krebszellen transportiert, aber die Nebenwirkungen sind eben doch die einer Chemotherapie. Das heißt, ohne gute Therapie, die vorbeugende Therapie, macht dieses Medikament relativ viel Übelkeit. Das kann man behandeln, dazu gibt es fantastische Medikamente heutzutage, nur es ist ganz wichtig, dass diese Medikamente auch großzügig eingesetzt werden. Und genommen werden. Und genommen werden. Das ist aber mein Gefühl ist, dass jede Frau und auch natürlich jeder Mensch, der eine Chemotherapie bekommt, hat ja sehr viel Angst hat vor Übelkeit und dass die Bereitschaft, Medikamente gegen Übelkeit einzunehmen, sehr groß ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Medikamenten. Daran nehme ich mich gar nicht mal aus. Und eine zweite Nebenwirkung ist sicherlich zu besprechen, das ist der Haarausfall. Und eine Nebenwirkung, die selten auftritt, aber gefährlich werden kann, ist in der Tat eine Lungenschädigung, eine sogenannte interstitielle Lungenerkrankung. Und in der Studie sind von den vielen hundert Patientinnen auch in der Tat ganz wenige Todesfälle aufgetreten. Und das darf natürlich nicht passieren. Das heißt, alle müssen gut darauf achten, und das schließt auch wieder die Patientinnen ein, dass bei Symptomen, bei Beschwerden, man nicht sofort weiß, ob es so etwas ist, aber dass man daran denkt und entsprechend dann eine Computertomographie macht, um diese Lungenbeschwerden, diese Lungenschädigung früh zu erkennen und das Medikament entweder zu pausieren oder manchmal auch ganz abzusetzen. Was wären denn diese Symptome, wenn wir jetzt schon sagen, man muss auf Symptome achten? Also wenn die Lunge betroffen ist, ich glaube, das haben wir gelernt, dann ist es vor allen Dingen Atemnot, was heute, deswegen war der Hinweis so wichtig, dass wir alle getestet sind, eine große Lungenrolle spielen. Ich persönlich mache das so, dass man natürlich auch ein Assessment vorher macht, also Leute mit chronischen Krebs, mit chronischen Lungenerkrankungen, muss man aufpassen, muss man besonders informieren. Und das, was Professor Müller gesagt hat, erscheint mir ganz wichtig, und das richte ich jetzt nochmal an Sie, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man dann auch möglichst den Kontakt mit der Klinik aufsucht und auch weiß, welches Medikament man bekommt. Denn das Medikament ist jetzt nicht ganz neu, aber viele wissen das nicht, und das Wichtige ist dann wirklich, so früh als möglich lieber einmal zu früh zu laufen, die vernünftige Diagnostik zu machen und nicht sich hinter Covid-Verdacht oder sowas zu verstecken, sondern da anzugehen. Das kann man mit Kortikoiden, Cortison sehr gut behandeln, und dann ist es auch behandelbar. Und der wichtige Punkt, das muss man, glaube ich, nochmal erklären, mit der Chemotherapie ist wie ein Shuttle letzten Endes, an einem Schleichholz die Chemotherapie sitzt, und die wird in der Zelle erst frei und eben nicht außerhalb der Zelle und macht ein moderates Maß an Nebenwirkungen, das ist vollkommen richtig, was wir gerade gehört haben, dass die Prämedikationen auch laufen sollen. Also ich hätte davor keine Angst, das einzusetzen. Die Nutzen-Risiko-Relation ist eindeutig im Vorteil für dieses Medikament. Und eins muss man nochmal sagen, diese Studienpatienten sind hochselektioniert worden. Der klinische Alltag, die sogenannten Real-World-Data, sehen manchmal anders aus. Und wir müssen eben sehen,
und auch unsere Erfahrung sammeln, das so zu tun. Insofern sind solche Dialoge zwischen den Patientinnen und den Therapeuten ein ganz wichtiger, und dafür sind wir Brustkrebs Deutschland sehr dankbar, denn das Ganze ist vielleicht, wie lange her, 8 Minuten oder 9 Minuten, ja, und schon sitzen wir bei Ihnen zu Hause und berichten darüber. Also nochmal ganz herzlichen Dank, dass hier wirklich keine Mühen gescheut werden, uns hier wieder in dunkle Kameraräume zu holen. Ja. Nein, ich will vielleicht auch mal erwähnen, diese ILD, also diese Lungenkrankheit, Erkrankung, die war ja am Anfang mit diesem Medikament in Studien, ist sie ja noch viel stärker aufgetreten. Ja, weil man sie nicht kannte. Genau. Und jetzt mit immer mehr Kennenlernen dieser Substanz und der Nebenwirkung wird es ja auch immer weniger. Also dass es weniger gefährlich wird, sagen wir mal so, weniger gefährlich wird für die Patientin. Ich denke, das ist auch eine wichtige Information, dass da ja auch ein großer Lernprozess bereits stattgefunden hat. Ja, das ist richtig, aber ein Lernprozess bedeutet auch einen gewissen Selektionsprozess, dass man, das haben wir gerade bei der Anti-HER2-Neutherapie gelernt, Herzschädigungen, die auftreten können, das muss man vernünftig monitoren. Nicht jede Therapie ist für jede Patientin, aber man kann es versuchen, und wenn man sieht, das hast du ja vollkommen richtig gesagt, dann würde man die Therapie beenden, aber sie nicht zu geben, weil man Angst vor der Angst hat, das würde ich auch nicht tolerieren. Ja, dann erstmal vielen Dank. Ich möchte vielleicht noch erwähnen, dass heute früh, wie gesagt, im sehr bekannten New England Journal of Medicine ist bereits die ganzen Daten veröffentlicht worden, und auch aus Deutschland, und es ist einfach erfreulich, ist Frau Professor Harbeck als Co-Autorin dabei, sodass also vielen Dank euch zwei. Ihr habt das ganz super erklärt, und ich denke, wir verfolgen das weiter, und ich hoffe, dass auch bald da eine Zulassung ist, dass dann da die Therapie auch so eingesetzt werden kann. Also danke. Schöne Grüße nach Deutschland. Danke. Tschüss.